Hallo, Claudio Schiesel von On The Grid, heute auf der Button in Graz, dem größten Computerspiele-Festival in der Steiermark. Ja, was sehen wir hier? Verschiedenste, neueste Trends im Bereich Konsolen- und PC-Spiele. Spieleentwickler stellen hier aus und auch Hardware-Entwickler. Und das gute alte Brettspiel findet man hier auch. Näheres jetzt im Beitrag. Ja, hallo, jetzt ist neben mir der Harald Koberg. Er ist einer der Hauptveranstalter von der Button. Du arbeitest bei Ludovico. Um was geht es bei der Button? Was geht hier eigentlich so allgemein ab? Ja, das Button Festival ist, wie der Name schon sagt, eben ein Festival der Games-Kultur. Was wir machen wollen, ist wirklich die Leute zusammenbringen, die sich von der einen oder anderen Richtung für dieses große Thema Gaming begeistern können und denen einerseits zu zeigen, was es sonst noch alles gibt aus anderen Bereichen. Wir haben jetzt zum Beispiel die E-Sportler hier, die große Turniere spielen. Wir haben Spieleentwickler da, wir haben Cosplayer da, wir haben einen riesigen Retro-Bereich, der eben die Spiele-Nostalgie für alle, die schon länger dabei sind, befriedigen und steigern soll. Und das ist auch die Kernidee, zu zeigen, wie kreativ, wie kommunikativ, wie lebendig die Gaming-Kultur ist und damit auch den ganzen verschiedenen Initiativen und Vereinen, die es in diesem Bereich gibt, eine Plattform zu bieten, bei einer großen Veranstaltung sich zu präsentieren und die Menschen zu begeistern. Okay. Wir sehen jetzt gerade im Hintergrund die Rocket League. Was ist das? Ich habe mir das Spiel die Woche selber gekauft. An sich ist es ja so eine Art Autoball, à la Stefan Raab, aber auf Computer. Was macht man da genau? Ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein Autofußballspiel. Das heißt, man steuert kleine Autos und versucht damit einen großen Ball ins Tor zu befördern. Das Ganze ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie gut Spiele als Gemeinschaftsspiele, als Multiplayer-Spiele funktionieren können. Rocket League ist eines der Spiele, das sehr einfach vom Einstieg ist. Das heißt, ich brauche nur ein paar Knöpfe, erfolgreich drucken und kann schon spielen. Aber gleichzeitig ist es präzise genug, um auch auf hohem Niveau gespielt zu werden. Das heißt, da gibt es mittlerweile eine sehr aktive E-Sport-Szene dazu, und das funktioniert natürlich nur dann, wenn das Spiel gut genug ist, dass der Unterschied zwischen einem viel trainierenden Weltklasse-Spieler und einem Anfänger auch klar erkennbar ist. Ja, mittlerweile gibt es ja auch eine österreichische Rocket League Liga. Auf Ready.com erfahrt ihr mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, du hast vorher das Thema Kultur erwähnt. Spielekultur ist ein ganz wesentliches Thema. Sind deiner Meinung nach die Computerspiele in der Gesellschaft angekommen? Sie sind es teilweise, das ist immer so die große Diskussion, sind wir jetzt in der Mitte der Gesellschaft oder nicht? Natürlich, es ist vieles schon möglich, auch allein die Möglichkeit, sowas wie hier zu veranstalten, auch mit Unterstützung des Landes Steiermark, das ist schon ein Zeichen dafür, dass gesehen wird, ja, das ist Jugendkultur, das ist junge Kultur, die kann man ernst nehmen und fördern. Aber es ist auf der anderen Seite schon auch so, dass vieles noch ein bisschen unter der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle liegt und viele Menschen, die jetzt nicht direkt was mit den Spielen zu tun haben, auch gar nicht so mitbekommen, wie viel Kreativität, wie viel Potenzial da drinnen liegt und was sich da alles tut, und dass das eben weit über diese Vorstellung vom allein vor dem Computer sitzenden jungen Mann hinausgeht. Das ist natürlich richtig, und als nerdiger Gamer kann ich das auch bestätigen. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück und viel Spaß in diesem Jahr. Und allerspätestens sieht man sie nächstes Jahr wieder. Was gibt es noch für dich heuer als Highlight? Ja, wir sind natürlich sehr neugierig auf die Dinge, die neu sind. Zum Beispiel haben wir morgen ein Geeks Quiz Brunch am Vormittag. Das heißt, so wie man das von den Pub-Quizzes kennt, gibt es ein Quiz, das eben in Richtung Nerdkultur, Gaming und so weiter geht. Ich glaube, das könnte eine sehr gemütliche, lustige Möglichkeit werden, den Samstag hier zu beginnen. Natürlich sind wir sehr gespannt auf die diversen Turniere, die teilweise schon laufen oder jetzt bald starten werden. Und insgesamt freuen wir uns natürlich vor allem auf die gute Atmosphäre, wie wir sie in den letzten beiden Jahren schon gehabt haben. Okay, dann viel Glück und viel Spaß. Vielen Dank. Ciao. If you like this video, please comment, share, and subscribe to my channel. Thank you very much.